Hi zusammen, ich bin Rolf von Kreativbüro und heute werden wir mal auf Wunsch ein bisschen in das Weichzeichnen reingehen. Ich wurde angeschrieben, ob ich nicht mal ein Tutorial machen kann zum Thema Weichzeichnen, so ein bisschen im Stil von David Hamilton. Ja, Akt mache ich eigentlich nicht öffentlich auf YouTube, privat gern, aber das Weichzeichnen von David Hamilton hat schon ein bisschen ein etwas an sich, was unwahrscheinlich schön ist und was auch relativ easy nachzumachen ist auf GIMP. Wir öffnen mal GIMP. Ich habe hier mal drei Bilder, einmal das, einmal das und einmal das. Und wir werden jetzt alle drei Bilder, ich sage jetzt mal, weichzeichnen. Und zwar, dass das Gesicht jeweils scharf ist, dass die Haare mehr glänzen, dass der Hintergrund unscharf ist und vielleicht auch noch ein bisschen an den Farben und den Sättigungen spielen. So, fangen wir mal an. Ausgangsbild, wir duplizieren diese Ebene viermal, schalten die unteren drei Ebenen aus. So, nun gehen wir auf die obere Ebene, gehen auf Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner. Und schauen hier, dass wir so ungefähr 10 haben und hier unten auch 10. Das passt. Auf OK. Nun machen wir noch eins. Wir gehen hier auf die Farben, gehen auf Belichtung und gehen hier auf 0,2 nach oben. Ich arbeite mit der 2.9.5er und mit Cimic 1.7.9 Pre-Version. Müsste alles auch mit der 2.8er gehen. Ansonsten solltet ihr nicht die Belichtung drin haben. Gehen wir mal kurz zurück. Gehen wir auf Farben, dann auf Farbtonsättigung und gehen mit der Helligkeit ein bisschen nach oben. So, dann ungefähr auf 10. Aber ich gehe mit der Belichtung. Also Farben, Belichtung. Okay. So, nun brauchen wir Jimmick. So, wir schalten die obere Ebene aus, nehmen die untere Ebene, die nächst untere Ebene. Dann gehen wir auf Jimmick und nehmen hier den Filter Rodilius. Der müsste normalerweise unter Artistic sein. Hier ist der normalerweise unter Artistic. Und das sind die Originaleinstellungen. Ihr seht, hier glänzt alles wie wild. Also gehen wir mal mit der Amplitude nach unten und ihr werdet merken, das ist die Anzahl und die Dicke der Strahlen, sage ich jetzt mal. Ja, da gehen wir runter ungefähr auf, schauen wir mal, 3. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ihr achtet hier, es geht mir darum, dass wir hier am Rand eventuell dieses Glitzern reinbekommen. So, jetzt gucken wir mal, vergrößern wir uns das mal. Hier dieses Glitzern. So, jetzt gucken wir mal an den Haaren oben. Dieses Glitzern, dieses Scheinen müssen wir reinbekommen. Okay, alles andere können wir so lassen. Drücken einmal auf OK. Jetzt werdet ihr euch bestimmt denken, um Himmels Willen, wie sieht denn das aus? Aber wir arbeiten danach noch mit Ebenenmasken. Ja, braucht ein bisschen zum Rechnen. So, was haben wir jetzt? Ich mache das Bild mal größer. Wir haben jetzt hier dieses Glitzern, so ein Diamantglitzern drin, was wir uns nachher auch noch ein bisschen zunutze machen. So, das. So. Jetzt haben wir drei Ebenen. Die untere Ebene lassen wir aus. So, obere Ebene anklicken, Rechtsklick, Ebenenmaske hinzufügen, weiß volle Deckkraft. Auf die mittlere Ebene, rechts, Ebenenmaske hinzufügen, weiß volle Deckkraft. Ja. Und nun geht's dran. Obere Ebene, achtet immer, wir arbeiten heute nur auf der Ebene. Erstmal, so. Dann nehmen wir einen Stift, diesen Pinsel, gehen auf die 0,25er Härte
und gehen die Härte runter ungefähr auf 16, zwischen 16 und 17. So. Und jetzt die Größe. Schaut, dass ihr Schwarz als Malfarbe habt, weil jetzt machen wir nämlich eins. Jetzt stellen wir mit diesem Pinsel erstmal auf der oberen Ebene die nächste Ebene frei. So. Ihr seht, durch das, dass wir einen weichen Pinsel genommen haben, bekommen wir hier am Rand, und jetzt seht ihr so richtig schemenhaft, am Rand einen unwahrscheinlich weichen Übergang. So, jetzt können wir hier nach unten ziehen. Aha. Hier glitzert alles schön, das macht nichts. Nutzen wir nachher weiter. Hier innen drin müsst ihr natürlich auch alles rausholen. Und ihr seht, wenn ihr euch jetzt hier einmal vermalt habt, ist das gar kein Problem. Wir schalten hier nur die Farbe um und holen hier wieder zurück und malen wirklich nur mit Schwarz. So, wir machen das jetzt ein bisschen kleiner. So. Was haben wir jetzt damit bewirkt? Mit dieser Ebenenmaske, wir haben hier einmal einen unwahrscheinlich tollen weichen Übergang. Wir haben dieses betont durch den anderen Filter auf dieser Ebene. Ihr seht es. Durch diesen Filter haben wir jetzt die Helligkeit hier nochmal betont. Und kriegen dadurch viel, viel mehr Strukturen und Details raus. So, jetzt gehen wir auf die nächste Ebene. Auch wieder nur auf die Maskenebene. Wir bleiben bei diesem Pinsel, Farbe auch schwarz. Und nun holen wir das Gesicht, die Schärfe zurück. So, und jetzt habe ich euch gesagt, wir nutzen dieses Glitzern. Und wir nutzen jetzt die Farbe. Ihr seht, wenn es hier oben noch nicht hundertprozentig passt, einfach auf die Ebene nach oben und ein bisschen mehr rausholen. So. So, und ich habe gesagt, wir nutzen dieses Glitzern. Zeige ich euch jetzt nachher gleich, was wir jetzt hier machen. Ihr seht, ich hole hier gar nicht alles weg, weil ein Teil von diesem Glitzern möchte ich im Bild behalten. Jetzt hier unten. Damit kann ich auch meine Einstrahlung von der Sonne, die von hier aus kommt, noch mal ein bisschen verstärken. Oder wie jetzt zum Beispiel hier, wo die Jeans zerfetzt ist. Das kann ich natürlich auch noch dadurch ein bisschen mehr betont lassen. Oder auch hier. Und da gehe ich nur einmal hin und klick. Da klicke ich nur, da fahre ich gar nicht mit dem Pinsel drüber, so lange, bis mir es gefällt. So. Jetzt machen wir den Pinsel mal ein bisschen kleiner. Die Hände holen wir auch zurück. Da gefällt mir das Glitzern gar nicht. So. Und jetzt habe ich euch gesagt, wir nutzen dieses Glitzern. Größe, schauen wir mal, Lippe, okay. Und nun stellen wir den Pinsel auf weiß um und können hier dieses Glitzern reinbringen. Seht ihr es? Ich kann das jetzt hier noch verstärken. Jetzt machen wir wieder schwarz. So sah es vorher aus. Und durch das Glitzern kann ich mir hier kleine Applikationen reinsetzen. So, der Mund noch ein bisschen stärker betont. Okay. Wir könnten jetzt hier sogar noch ein bisschen an den Augen was machen. So. Okay. Ja. Somit haben wir eigentlich schon mal ein sehr gutes Ergebnis. Um die Sache jetzt noch ein bisschen zu verfeinern, rechte Maustaste, neu aus Sichtbar. Das schieben wir jetzt ganz nach oben. Zack. Duplizieren das nochmal. Obere Ebene angeklickt lassen, JMIC. Und dann ist es normalerweise unter Black and White, Freaky Black and White. So. Hier arbeiten wir mit dem Gamma, weil der Gamma arbeitet nur mit den Mittelwerten und nicht
mit dem anderen, sondern nur mit den Mittelwerten. Gehe mit dem Mittelwert ein bisschen weiter nach oben. Den Kontrast ein bisschen verstärken. Oder nee, ein bisschen zurücknehmen, das ist okay. Hier lassen wir alles so wie steht, außer Ordners. Da können wir noch ein bisschen weiter, dass es mehr schemenhafter aussieht. Dann gehen wir auf Bestätigen. So, und nun gehen wir mit der Deckkraft der oberen Ebene nach unten. So. Jetzt seht ihr mal, ich mache das aus. Haben wir schon mehr oder weniger diesen Hamilton-Stil reingebracht. So. Wir machen das jetzt doch mal mit dem anderen Bild. Ich erkläre jetzt hier mal nichts kurz dazu, nur nochmal, was ich mache. Also ich dupliziere viermal unteren drei Ebenen aus. Obere Ebene, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner auf 10 auf OK. Bild, Belichtung, 0,2 nach oben, OK. Nächste Ebene anklicken. Jimmick. Ich habe mir meine Filter schon oben wieder reingesetzt. Hier rein. Wir lassen alles so, wie es jetzt ist. Auf OK. Nächste Ebene anklicken. Arbeiten noch ein bisschen. Ist auch ein bisschen größeres Bild. So. Obere Ebene, Rechtsklick. Ebenenmaske hinzufügen, weiß volle Deckkraft. Nächste Ebene, Rechtsklick. Ebenenmaske hinzufügen, weiß volle Deckkraft. Obere Ebene anklicken. Pinsel, Größe. Machen wir jetzt, ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Auf die schwarze Farbe. Ich ziehe jetzt hier mal schnell durch, dass ihr mal seht, das ist jetzt meine Originalgeschwindigkeit, mit der ich arbeite. So. Da ist nichts mit Speed Art, sondern ganz einfach, ich arbeite halt so. So. Hier hole ich mir die Haare schön zurück. So. Nächste Ebene, Pinsel ein bisschen kleiner. Ich bleibe gerade so hier drin. Und hole mir hier das Gesicht ein bisschen, die Haare. So. Hier oben gefällt es mir noch nicht. Gut. Und nun. Neu aus Sichtbarem. Ne, machen wir was anderes hier noch. Machen wir erstmal noch was anderes. Was man hier jetzt noch machen kann, wäre, wir gehen auf die obere Ebene, klicken das Bild von an, Farben, Sättigung, zurücksetzen. So sieht es normal aus. Ich nehme die Sättigung raus. Das ist das Schöne beim Ebenenarbeiten. Hier, Farben. Sättigung. Hier lassen wir das. Von den Haaren her. Auf OK. Rechte Maustaste, neu aus sichtbar nach oben. Duplizieren. Ich schalte jetzt die unteren Ebenen aus. Und jetzt gehen wir hier auf Jimmick. Freaky Black and White. Lassen das so. Wedeln es ab. Gehen auf die untere Ebene nochmal. Eben, Farben, Werte. Ziehen nochmal den Schwarzanteil nach oben und den Weißanteil. Ja, hier gehen wir noch hin.
Auf okay. So. Nummer 2 und Nummer 3 diesmal ohne etwas. Weichzeichnen. Auf okay. Farben. Belichtung. Okay. Gimmick. Okay. Eben aus. Und zu. Eben zu. Pinsel. Speedart ohne Speedart. Ja. Das hier vorne lasse ich schemenhaft. Hier hinten haben wir es. Hier unten. Okay. Nächste Ebene. Farbe bleibt. Das Goldlöckchen ziehen wir. Hier holen wir raus, hier unten holen wir raus, hier holen wir noch ein bisschen raus. Okay. Und nun Farben, Sättigung. Farben, Sättigung, runter auf OK, unten Farben, Sättigung oben auf OK, rechts neuer sichtbar nach oben ziehen, duplizieren, Gimmick, Freaky Details. Auf okay. Deckkraft nach unten. Hier unten Farben, Sättigung. Auf okay. Und Farben, Werte. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können zum Thema Weichzeichnen. Ihr habt es jetzt gesehen mit drei Bildern, drei verschiedene Motive, drei verschiedene Hintergründe, kann man doch einiges machen. Wenn euch mein Video gefällt, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Bis dahin, tschüssi, euer Rolf.